Dann sind wir aber weiter zurück, weil meine Mutter hat sich mit meinem Vater, der ja eingezogen worden ist zum Militär, er hat sich gleich dann zum Militär gewendet, nicht, wie hieß das früher? Wehrmacht. Was? Die Wehrmacht. Ja, die Wehrmacht, da hat er sich dann gleich hingewendet. Die alten Herren wurden doch alle und da So ein Volksschutz oder Nein, nicht Volksschutz, sondern Volkssturm. Volkssturm. Und da hat er gesagt, da habe ich nur Alte und Kranke gesehen. Und da habe ich mich sofort zum Militär, war zwischen Oberfeldwebel. Und da hat er sich da gleich zurückgemeldet. Aber wir wussten nicht, wo er ist, und er wusste natürlich nicht, wo wir sind. Und dann, sie hatten sich verabredet, jeder hat doch gedacht, man kommt ja wieder heim, ist ja nicht so. Und dann haben wir uns auf den Rückweg gemacht, die anderen sind mit den Engländern mitgegangen, weil der Russe hat dann doch dieses Gebiet noch bekommen. Und die anderen sind, wie gesagt, mit in den Westen, und wir sind zurück nach Hause, nach Wollin. Mit unserem Treck. Und die Tante Annie, von der ich gerade vorher erzählt habe, von wegen die kein Pferdefleisch isst, hat dann ihr Handtäschchen. Und da hat sie ihr Geld und ihren Schmuck und alles eingenäht gehabt. Und die Leute dort haben schon gesagt, es sind Überfälle von den Russen. Und aus Seitenstraßen sind die, so aus Wegen, nicht Straßen, sondern Feldwege, da sind sie dann mit Pferd und Wagen gekommen und haben wir mussten runter vom Wagen, und da wollten die den Wagen mitnehmen. Und mein Großvater, der auf dem Wagen saß, den haben wir ja mitgenommen, der hat sich immer hinfallen lassen und hat gesagt, Typhus. Typhus, Typhus, das haben sie verstanden. Und da waren sie schnell weg. Nur einer ist der Tante hinterher gegangen oder hinterher gelaufen und hat ihr die Handtasche entrissen. Jetzt war sie ihr alles, was sie besaß, auch noch los.